Hallo, so sieht man sich wieder nach sehr, sehr, sehr langer Zeit. Ich habe mir schon gedacht, bei der Länge hätte man denken können, ich habe vielleicht ein Baby geboren, bin jetzt Mutter oder so, dass ich so lange weg war. Also ich war ja wirklich nirgendwo, also auch nicht auf Instagram aktiv. Auf YouTube war ich ja eh die letzten Jahre sehr inaktiv, aber jetzt war ich auch ja, fast ein Jahr lang oder über ein Jahr lang auf Instagram auch nicht aktiv. Und ja, ich habe aber kein Baby. Ich sage es jetzt direkt am Anfang, ich habe sogar ein Baby verloren. Pepper, mein kleines Katzenbaby. Genau, das ist jetzt auch erst 4 Wochen her. Also ich habe mir schon so lange vorgenommen, immer mal wieder was zu drehen und so. Und dann kam irgendwie nie der richtige Zeitpunkt. Und ich hatte immer das Gefühl, ah nee, jetzt kommt noch das dazwischen und das. Und ich habe immer gewartet, bis alles so irgendwie steht und perfekt ist, dass ich mich dann voll aus Content produzieren fokussieren kann. Und ja, jetzt ist dann auf einmal doch wieder viel los und ich dachte, ich fange jetzt an, weil dieser Zeitpunkt kommt sonst nie wieder und ich bin auch total raus. Also für mich fühlt sich das gerade an, als ob ich das erste Mal ein YouTube-Video drehe, weil es jetzt einfach so aus dieser Gewohnheit raus ist. Ja, Pepper habe ich euch hier ja auf YouTube eh nicht so viel gezeigt, weil die 3 Jahre, die ich dann jetzt hatte, war ich mehr auf Instagram aktiv. Und ja, jetzt ist es ungefähr 4 Wochen her, dass er nicht mehr da ist. Ich weiß nicht, wo er ist, ob er lebt oder nicht. Er ist nämlich entlaufen, entwischt. Ja, es war irgendwie eine sehr kurze Zeit, wo er da war, aber er war in der schwersten Zeit für mich da. Und es tut mir sehr leid, dass ja, ich jetzt nicht mehr für ihn da sein kann. Ja, und habe da auch irgendwie auch ein bisschen große Schuldgefühle, dass er überhaupt weg ist, ja, weil er halt, wie gesagt, entwischt ist und ja, kommt aber, glaube ich, draußen nicht so gut zurecht, weil er auch keine Zähne mehr hat, um sich was zu essen zu holen. Deswegen, und je länger es dauert, dass er nicht mehr da ist, desto ja, weniger Hoffnung habe ich auf jeden Fall. Ihr habt gesehen, ich habe mir einen Saft gemacht. Das habe ich mir jetzt in den letzten Monaten zur Gewohnheit gemacht, morgens. Was für andere der Kaffee am Morgen ist, ist für mich der Saft am Morgen geworden. Und ich mache es nicht jeden Morgen, bei weitem nicht, weil ich meistens zu spät dafür aufstehe und die Zeit dann nicht ausreicht. Aber ja, wenn die Zeit es zulässt, mache ich mir gerne einen Saft, um einfach mehr Gemüse zu mir zu nehmen. Was Ernährung angeht, hat sich auch ganz vieles getan. Ihr kennt mich hier auf YouTube vermutlich nur als so super gesund. Was ich, die Videos, die ich immer gemacht hatte, waren ja total viel Rohkost, zuckerfrei, glutenfrei, dann noch alles plastikfrei und so weiter. Genau, aber ich habe mich in den letzten, dann jetzt, ja, also so 1-2 Jahre lang wirklich sehr schlecht ernährt gehabt und viel zu wenig Gemüse gegessen. Und dann, ja, war das für mich so die ideale Lösung bei Appetitlosigkeit und sowas, genug Gemüse aber auch zu mir zu nehmen, weil ich es dann einfach trinken kann und die Nährstoffe dann zu mir nehme. Und ja, irgendwie hat diese Gewohnheit, auch wenn ich jetzt mittlerweile wieder besser esse und mehr Gemüse esse, hat sich das so ein bisschen zur Gewohnheit gemacht und ich mag das voll gerne am Morgen. Genau, aber ich wäre ja nie Kaffeetrinkerin morgens, deswegen, ja, jetzt habe ich meinen Saft morgens. Sache, die ich jetzt ernst genommen habe. Eigentlich ist es nur eine ganz kleine Sache, aber ich muss sagen, ich habe es sehr, sehr lange sehr vernachlässigt, sind
Nahrungsergänzungsmittel. Ich muss sagen, in den Jahren, aus denen ihr mich hier kennt, habe ich mich ja auch extrem gut ernährt. Also da habe ich auch nichts weiter genommen als Vitamin B12 und D3 und andere Sachen mal so nach Gefühl. Aber ja, als ich meine Ernährung vernachlässigt habe, habe ich das mit den Nahrungsergänzungsmitteln nicht angepasst. Und ja, hatte dann auch einige Mängel. Also was wie zum Beispiel halt Omega-3, wobei ich das jetzt tatsächlich auch immer noch mit dazu zählen würde und immer nehmen würde, weil wenn man einfach kein Fisch isst, ist das halt extrem schwierig, da auf seinen guten Omega-3-Spiegel zu kommen. Deswegen da hatte ich einen Mangel, Jodmangel ebenfalls, Zink war im unteren Bereich, das also natürlich deswegen auch. Ich habe auf jeden Fall jetzt es geschafft, nach Ewigkeiten wirklich regelmäßig Nahrungsergänzungsmittel zu mir zu nehmen. Und zwar habe ich mir so ein Döschen eben geholt habe. Ja, da dann alles jede Woche einsortiere. Also was hatte ich halt vorher nicht und das macht es mir auf jeden Fall viel einfacher, dass ich auch immer dran denke und auch alles gleichzeitig parat habe. Also falls ihr auch Schwierigkeiten damit habt, Nahrungsergänzungsmittel zu nehmen, dann kann ich euch so ein Teil auf jeden Fall empfehlen. Also bei mir hat das irgendwie alles verändert und natürlich, weil ich auch Mängel hatte und da jetzt genauer drauf schaue, dass ich entsprechende Sachen auch zu mir nehme. Und natürlich das auch beim Arzt testen zu lassen, weil beim normalen Blutbild wird das meiste nicht getestet. Das muss man dann immer als Selbstzahler machen. Also ich habe auch über 200 Euro dann für meine ganzen Tests bezahlt. Das ist natürlich nur ein Faktor von vielen, weswegen es mir jetzt auch besser geht. Es lag jetzt bei mir aber nicht nur an Mängeln. Es gab halt mehrere Faktoren. Aber wenn man natürlich nicht versorgt ist oder wenn man halt einfach eine stressige Zeit hat, braucht der Körper auch einfach mehr Nährstoffe und alles und es verbraucht sich alles schneller und die Lebensmittel haben immer weniger Nährstoffe und sowas. Deswegen, ja, habe ich endlich die Wichtigkeit von Nahrungsergänzungsmitteln erkannt. Wobei ich sagen muss, ich frage mich auch manchmal, wie man überhaupt Sachen gedeckt kriegt. Weil selbst wenn man Fisch essen würde, es ist halt unglaublich schwierig, seinen Bedarf darüber zu decken. Man müsste so viel Fisch essen. Und manchmal frage ich mich auch, wie bin ich überhaupt groß geworden? Weil ich habe auch als Kind nie Fisch gegessen. Bei uns gab es nie Fisch. Auch keine Leinsamen. Und trotzdem hat sich mein Gehirn irgendwie entwickelt. ja, ist manchmal echt einfach spannend, das Thema. Und bei manchen Sachen ist es ja auch einfach so, dass es ja mein Referenzbereich ist, von bis. Aber es wäre für deinen Körper völlig optimal, wenn du dich halt irgendwo in der Mitte oder in deinem höheren Bereich von diesem Referenzbereich aufhältst und nicht immer so alles an der Grenze ist, so am Minimum. Deswegen versuche ich halt bei mir jetzt, dass alles wirklich, dass es mindestens so im mittleren Bereich auch ist, von den Referenzbereichen. Wer möchte, kann in der Infobox vorbeischauen. Ja, da werde ich sowieso generell, denke ich mal, vieles jetzt verlinken aus dem Video, damit ich das nicht alles im Video erzählen muss. Ich weiß, dass das jetzt nach einer Menge aussieht, aber für mich persönlich ist mir das halt lieber, so viele Nahrungsergänzungsmittel zu nehmen und vorzubeugen, anstatt halt irgendwann Medikamente zu nehmen, weil Nährstoffmängel irgendwelche Schäden angerichtet haben. Mittlerweile kann ich die auch ganz gut schlucken und schnell. Ansonsten, bei mir hat sich getan, ich habe jetzt mehr Struktur in meinem Haushalt mit Putzplan und so für mich wieder und habe mir das so cool gut eingerichtet, dass ich jeden Tag halt ein bisschen mache und nie so ganz viel zusammenkommt, sondern dass ich halt ja, jeden Tag etwas mache und der Haushalt sich quasi nebenbei von selbst erledigt, so der Plan zumindest. Sorry, muss hier mal durch. Generell habe ich in meinem Alltag ganz, ganz viel Struktur und Organisation reingebracht, was mir richtig gut tut, um den Mental Load, den man ja, wenn man alleine ist, halt alleine trägt. Aber auch wenn man mit wem zusammen ist, kann es sein, dass man den alleine trägt. Aber wenn man alleine ist, auf jeden Fall alleine, weil da ist ja niemand anders. Genau, um den quasi digital abzugeben. Und zwar habe ich mein komplettes Leben jetzt mit Notion geplant. Ich weiß nicht, ich bin extrem spät dran. Das war ja vor Jahren, glaube ich, voll der Hype. Ich weiß nicht, wer von euch Notion kennt. Aber ja, ich habe mich da voll eingearbeitet und ja, habe dadurch jetzt einfach sehr viel
Mental Load, der abfällt, weil ich noch schon alles übergebe und machen lasse. Ja, so habe ich mir zum Beispiel einen Essensplan gemacht, der immer wieder von vorne rotiert, wo dann automatisch die Einkaufsliste erstellt wird und sowas, dass ich nicht selbst alles nachdenken muss. Ich habe immer eine Übersicht quasi, was zu Hause da ist und was nicht an Lebensmitteln. Genauso aber auch beruflich, damit sehr vieles geplant und To-Dos, dass die automatisch sortiert werden mit dem, was ich als erstes machen sollte. Und ja, wenn ihr mal Bock drauf habt, dass ich euch eine Notion-Tour gebe durch mein Notion, was ich mir erstellt habe, dann gebt mir gerne Bescheid. Ich weiß nicht, ja, wie ihr daran interessiert seid. Aber ja, für mich war es auf jeden Fall jetzt eine Erleichterung. Wobei ich auch sagen muss, dass ich aktuell nicht so sehr mich daran halte. Also ich habe mir diese Struktur aufgebaut und dann hat sich im Leben halt wieder was geändert, dass ich das nicht schaffe, jetzt das alles so einzuhalten, weil ich gar nicht so viel immer jetzt zu Hause bin. Ja, aber es ist eigentlich ein schöner Grund, weswegen ich meine Strukturen jetzt gerade nicht einhalten kann. Deswegen ist das mal auch okay, wenn man von dem, was man sich vorgenommen hat und wie man seinen Alltag strukturiert hat, dann auch abkommt, weil ja, man ist ja kein Roboter. So, mein To-Do für heute ist, diesen Boden zu bearbeiten, denn eigentlich steht hier die Couch und jetzt gerade steht sie halt hier, weil mein zweiter Teppich dran glauben musste. Und deswegen werde ich diese Rillen jetzt schließen, damit sich dort Ungeziefer nicht so wohl fühlt. Ja, weil ich da ja auch nicht immer drunter dran komme dann zum Saugen. Und ich darf einfach keine Teppiche mehr haben, die aus Naturfaser sind. Vielleicht brauche ich aber mal einen Polyesterteppich. Dann würde sowas auch nicht passieren. Am liebsten würde ich das ja jetzt in der kompletten Wohnung machen, aber das wäre ganz schön aufwendig und teuer. Ich wünschte, ich könnte euch sagen, was mein Plan ist mit den ganzen Social Media Plattformen, jetzt nachdem ich auch lange eine Pause hatte. Aber ja, ich komme da irgendwie zu keinem Entschluss. Ich hatte jetzt heute halt Lust, dieses YouTube-Video mal zu drehen, aber generell, ja, also von Instagram, ich mag die Entwicklung einfach nicht von der Plattform, aber das Ding ist, YouTube wirft bei mir halt einfach nicht so viel raus, da bräuchte ich eine, ja, meine Zahlen müssen dann noch viel mehr steigen, meine Aufrufe und so, damit sich das quasi in dem Sinne rentiert, weil, also, wenn ich das halt als Hobby mache, so wie jetzt bei dem Video, denke ich auch nicht, dass da viel bei rumkommen wird, dann, ja, nimmt das natürlich sehr viel Zeit ein und wenn ich dann ja nicht davon leben kann, brauche ich einen anderen Job und dann habe ich auch keine Zeit mehr für YouTube. Gehe ich mal von aus, wenn ich Teilzeit oder Vollzeit einen anderen Job habe, dann mache ich dann doch lieber etwas privat, was dann halt nicht vorm Bildschirm ist. Ja, und deswegen bin ich so ein bisschen unschlüssig, wie ich das verfahren soll, weil beides so halb machen, funktioniert dann auch nicht. Ja, also, ihr werdet es noch mitbekommen, wie es weiterläuft. Aber ja, ich gebe mir zumindest Mühe, ab und an ein YouTube-Video zu machen, weil ich das hier eigentlich auch ganz cool finde, dass es noch nicht so schnelllebig hier ist, auch wenn es hier mittlerweile auch Shorts gibt. Ich denke, ich werde einfach mal sehen, wie jetzt das Video so bei euch auch ankommt, wie die Resonanz ist. Ja, wie viel Spaß mir dann jetzt noch der Schnitt macht. Das ist auch so ein Ding. Mein Laptop ist halt 10 Jahre alt und der packt es einfach auch nicht mehr so, die Videos zu schneiden. Ich bin gespannt, wie das jetzt bei dem sein wird, weil sonst müsste ich jetzt quasi auch wieder
einen neuen Laptop investieren, um überhaupt die Videos schneiden zu können. Wenn ich es auf jeden Fall regelmäßiger mache, dann habe ich da ja eher an Videos so wie das hier jetzt gedacht, so im Vlog-Stil. Auch wenn ich zum Beispiel mit meinem Caddy dann mal unterwegs bin, war ich jetzt gar nicht wirklich in letzter Zeit, außer tatsächlich war ich auf Mallorca mit meinem Caddy. Das war schon, würde ich nicht nochmal machen, war ein großer Aufwand und ist jetzt nicht so camperfreundlich. Also Mallorca hat mir schon sehr gefallen von der Naturseite, aber ich würde es nicht nochmal mit dem Camper dorthin fahren. Das ist ein großer Aufwand. Und ja, ich hatte ja lange vor, zum Beispiel auch nach Schweden zu reisen. Das war ja der Hauptgrund, warum ich mein Caddy ausgebaut habe, dass ich endlich mal Schweden so richtig bereisen wollte. Aber es kommt jedes Jahr was dazwischen und mittlerweile habe ich so das Gefühl, ach irgendwie diese Vorfreude und alles, die ich hatte, ja, die ist irgendwie jetzt über die Jahre vergangen, weil es halt immer wieder nicht geklappt hat. Weil jetzt Seven Pepper weg ist und dann bin ich da irgendwo alleine unterwegs in Schweden. Dann steht bei mir jetzt aktuell eine Steuerprüfung an und da habe ich auch keine Lust, wenn die läuft. Also die beunruhigt mich schon und da habe ich dann auch keine Lust, dann zu verreisen. Man kann halt nicht so unbeschwert reisen, wenn ich die ganze Zeit das weiß, oh, meine Steuerprüfung, die läuft gerade. Deswegen waren das jetzt alles wieder so Gründe, warum es nicht irgendwie geklappt hat oder weswegen mir dann doch nicht so danach ist. Aber ja, so zukünftig, wenn ich mit dem Caddy unterwegs bin, ist das natürlich auch was, was ich gerne festhalten würde, allein auch halt eben für mich. Das habe ich ja damals auch gemacht. Die Videos sind jetzt nicht mehr online, aber als ich war, ja, nach meinem Bachelor war ich eine lange Zeit reisen und da habe ich auch Vlogs und sowas gedreht. Die wurden zwar nicht viel geklickt, aber das, finde ich, hat sich mega gelohnt, weil es halt einfach mega die schöne Erinnerung dann für mich ist, jetzt auch so im Nachhinein das alles nicht nur in Fotos, sondern auch auf Videoform zu haben. Schaut mal her, Leute. Meint ihr, ich kann zaubern? Entschuldigt, ich habe das Mikrofon jetzt gerade nicht mehr drauf. Einfach 3 Tage, nachdem ich den Vlog gedreht habe, ist Peppa wieder aufgetaucht. Ich habe nicht mehr damit gerechnet, dass er überhaupt noch lebt. Und also, es ist echt ein Wunder gewesen. Es war super schwierig, ihn einzufangen im Wärmgarten einer Frau. Aber ich habe es geschafft. Ich konnte es einfach nicht glauben, 3 Tage, nachdem ich diesen Vlog gedreht habe und genau 4 Wochen, seitdem er dann verschwunden war. Ja, also dieses Video hat hier nochmal ein super großes Happy End. Jetzt werdet ihr auf jeden Fall ab nun viel mehr von Peppa zu sehen bekommen. Hier habt ihr nämlich viel zu wenig von ihm gesehen auf YouTube. Die ganze YouTube-Welt muss ihn jetzt noch kennenlernen, ne? Ja. Ich beende den Vlog jetzt an dieser Stelle. Ich weiß, da ist eine sehr große Lücke entstanden über die letzten Jahre. Also wenn ihr irgendwelche Fragen habt, könnt ihr sie gerne stellen. Und ja, ich schaue auch mal, inwieweit ich ja in der nächsten Zeit vielleicht so ein bisschen erzähle, was los war. Aber irgendwie möchte ich es auch hinter mir lassen und gar nicht jetzt so viel irgendwie über die Vergangenheit sprechen. Deswegen, ja, mal sehen. Ich weiß es nicht, ob ich noch mehr teilen werde oder nicht. Ansonsten teile ich einfach das, was jetzt gerade aktuell ist. Und ja, freue mich, wenn ihr in der Zukunft mit dabei seid und mal von euch hören lasst, ja, wie es euch so ergeht mit der ganzen Social Media, YouTube, Instagram, TikTok Situation als User. Genau, das würde mich mal interessieren, wie ihr das Ganze wahrnehmt und wo ihr am liebsten seid und euch Content anschaut. Dann bis zum nächsten Mal, hoffentlich bald. Ciao!